Der Hartmannsweiler Kopf. Ein Berg aller Mythen beraubt. Was man sich hier erzählt, sind düstere Geschichten eines schrecklichen Krieges, belegt durch das, was zurückgeblieben ist. Ich habe viel über ihn gehört und einiges gelesen. Und als ich ihn bestieg, glaubte ich, gut vorbereitet zu sein. Aber auf diesen Wahnsinn, von welchem der Berg mit dieser seltsamen und stummen Art erzählt, war ich unvorbereitet. Herzlich willkommen zu diesem neuen Made by Johns auf dem Hartmannsweiler Kopf. Das hier ist meine Geschichte mit dem Berg der Menschenfraß. Fangen wir doch mit dieser Geschichte ganz vorne an. Unsere Base war ein nettes Blockhäuschen in einem hübschen Campingplatz am Fuß des Hartmannsweiler Kopfes. Wir? Das sind Eric Wolfson, ein Freund, der sich mir als Führer angeboten hatte, und ich. 3 Tage würden uns zur Verfügung stehen, um diesen Film abdrehen zu können. Wir mussten also gut planen. Und zwar bis in die Nacht hinein. Aber wo fängt man an? Offensichtlich ist die Masse an Relikten auf und um den Berg unglaublich groß. Dieses Zeug hier zum Beispiel finden wir 10 Kilometer südöstlich des Hartmannsweiler Kopfes. Dieser Stollen unterhielt während dem Ersten Weltkrieg eine Förderbahn für diese Munition, die damals als die größte galt. Man sprach vom langen Max. Eine 17 Meter lange und 80 Tonnen schwere Kanone. Erbaut von dem deutschen Hersteller Krupp. Auch wenn wir heute nur noch das Fundament für die Lafette vorfinden, können wir etwas von der ehemaligen Gewalt dieser Waffe wahrnehmen. Leider bin ich nicht im Besitz von Originalarchivaufnahmen von einem Abschuss einer solchen Kanone. Aber was ich gefunden habe, sind Bilder von den Franzosen. Auch sie waren im Besitz von riesigen Kanonen. Lasst uns aber wieder zurück zu unserem Berg gehen. Von der Geschichte her diente während dem Ersten Weltkrieg die ganze Umgebung nur diesem Ziel, um Menschen und Munition auf den Hartmannsweiler Kopf zu befördern. Die Dörfer um den Berg herum wurden letztendlich vollständig von Artilleriefeuer zerstört und mussten später wieder neu aufgebaut werden. In diesem Film werde ich auf die Zuordnung von Französisch oder Deutsch verzichten und einfach von den Soldaten sprechen. Schließlich war der Berg, was Fressen angeht, absolut unparteiisch. Fangen wir doch gleich bei einer solchen Anlage an, die der Beförderung von Material auf den Berg diente. Laut Plan wäre hier noch eine alte Talstation einer Drahtseilbahn zu finden. Eine von 4 Bahnen, die am Berg angelegt wurden, um Kriegsmaterial in die Höhe zu transportieren. Obwohl von der ganzen Anlage nicht mehr gerade viel übrig ist, konnten wir uns ein neues Ziel setzen. Wir wollen zu dem Ort, wo diese Bahn hingelangte, zur Bergstation.
Um dieses Ziel zu erreichen, nehmen wir den Soldatenweg am Osthang. Schon früh am Berghang mündet er in einen aufwendig ausgebauten Schützengraben. Er ist der Anfang eines komplizierten Systems, das den ganzen Berg mit einer Gesamtlänge von 90 Kilometern umgibt. Sie sollen zu etwa 6000 Stollen, unterirdischen Schutzräumen und Bunkeranlagen führen. Während dem Begehen des Berges stoßen wir immer wieder auf Hinterlassenschaften aus dem Krieg. Metallene Zeugen aus einer anderen Zeit, die in unglaublichen Mengen vor sich hinrosten. In der Vorbereitung auf diese Erkundung bin ich auf Bilder aus dem Ersten Weltkrieg gestoßen. Diese Festungen waren dazu da, den Prozess des frischen Soldaten nach oben zu befördern, zu beschützen. Die ersten Kämpfe entstanden am Ende des Dezembers im Jahre 1914. Es war der Beginn einer lang anhaltenden Aneinanderreihung von mehreren Schlachten um den Gipfel. Dieser wechselte den Besitzer während dem Ersten Weltkrieg insgesamt 8 Mal. Außerhalb dieser Schlachten gab es auch ruhigere Zeiten, die vom Bau einer mächtigen Infrastruktur geprägt wurde. Eine Infrastruktur, die mit Hilfe von Wasser, Luftdruck, Strom und Telefonleitungen am Leben gehalten wurde und immer wie mehr zu einem gewaltigen Festungssystem wuchs. Die einzelnen Anlagen tragen alle Namen, die die Erbauer ihnen gegeben hatten. Diese dienten den Soldaten zur Orientierung in den Gräben. Wir stoßen auf verschiedene Objekte, betreten auf eigene Gefahr. Öfters müssen wir auch abwägen, ob sich das Risiko lohnt. Beim Aufstieg treffen wir auf ein Objekt, das wir in der Schweiz als Festungsminenwerfer bezeichnet hätten. Faszinierend diese Technologie, die hier oben schon im Ersten Weltkrieg eingesetzt werden konnte. Wir sollten noch mehr davon zu sehen bekommen. In einem Lehrfilm für die kaiserliche Infanterie während dem Ersten Weltkrieg finden wir die Instruktion zum kleineren und mobileren Bruder des Minenwerfers. Hier eine kleine Demonstration des sogenannten Schnellfeuers. Und hier kommt der Hammer. Es gibt noch den ganz kleinen Bruder mit dem seltsamen Namen Kleiner Priester. Das hier ist sie also. Die Bergstation dieser Seilbahn, deren Reste der Talstation wir schon angetroffen hatten. Überbleibsel einer über 100-jährigen technischen Anlage. Unglaublich, dass das Zeugs hier noch so herumliegt. Sogar die Überreste eines Kompressors sind hier oben noch zu finden. Die kleine Kaserne am Berghang hat etwas Berührendes. Sie war wohl einer der letzten ruhigen Orte, bevor die Soldaten in den Schlachtsektor eintreten mussten. Thank you.
Diese Ruine wirkt hier oben etwas fremd. Dies, weil sie aus der Zeit erst nach dem Ersten Weltkrieg stammt. Interessant ist, dass sie auf der Rückseite einen Geheimgang aufweist, der direkt in den Berg hineinführt. Wir bewegen uns nun auf einem Gebiet, das öfters seinen Besitzer wechselte. Es ist dieser Ort, der am heftigsten umkämpft war und am meisten Blutgeld von den Soldaten forderte. Warum wurde um den Hartmannsweiler Kopf so heftig gekämpft? Geschichtlich gesehen dauerte es relativ lange, bis der Berg in das Geschehen des Ersten Weltkrieges hineingezogen wurde. Die ganze Katastrophe fing mit 28 französischen Alpenjägern an, die am 22. Dezember 1914 eine kleine Festung auf dem Gipfelfelsen bezogen. Alarmiert richteten sich die Deutschen 300 Meter östlich auf dem Aussichtsfelsen ein. Es verging noch eine Woche, bis es bei gewissen Schießereien zum angeblich ersten Kriegstoten auf dem Berg kam. Aufgrund dieser Geschehnisse erhielt eine Sturmtruppe von 150 Männern den kaiserlichen Befehl, den Berggipfel für das Vaterland zu erobern. Das Unternehmen misslang und kostete 35 Soldaten das Leben. Das war der Anfang eines Prozesses, der immer wie mehr Soldaten und Kriegsgerät auf den Berg beförderte und schließlich unsägliches Leid in diese Gegend brachte. Am 9. Januar 1915 schafften es die Deutschen unter großen Verlusten, das Nest der französischen Alpenjäger einzukesseln. Eine Ringburg, die mittlerweile eine Besatzung von immerhin 920 Männern aufwies. Um der Umgebung zu zeigen, dass sie immer noch die Oberhand hatten, wurde aus ihrer Mitte jeden Abend ein Signalhorn geblasen. Der Hornist war ein Franzose namens Mosinière. Unter großem Aufwand schleppten die Deutschen einen Minenwerfer auf den Berg. Damals galt diese noch als Geheimwaffe. Ein Zeuge des Geschehens schreibt: Eine gewaltige Detonation erschüttert den Berg. Was ist geschehen? Gelber Rauch schwellt zwischen den Tannen der Kuppe. Eine 100 Kilogramm schwere Mine ist innerhalb der Ringburg niedergegangen. Das Steilgeschoss wurde vom Minenwerfer des Leutnant Kilian vom Aussichtsfelsen aus abgefeuert. Es folgen Schuss auf Schuss. Genau treffen sie ins Ziel. Zertrümmern den Wald, zerfetzen den Drahtverhau, zerschlagen die Unterstände, die Munitions- und Proviantdepots. Die dritte Mine zertrümmert den Kommandounterstand, reißt Leutnant Ganervier den Kopf ab. Der Hornist Mosinière ist ebenfalls tot. Das Clairvaux schweigt. Wie soll ich dieses Gefühl beschreiben, das mich beim Betreten von Kriegsanlagen befällt, in welchen Menschen im Gefecht zu Tode gekommen sind? Hier oben stehen sich eine blutige Geschichte und eine friedliche Erscheinung als seltsamer Widerspruch gegenüber. Dieser Ort besitzt eine eigentümliche Schönheit,
welche mich in Verbindung mit der Vergangenheit in eine Stimmung versetzt, die schwierig zu begreifen ist. Wie packe ich so etwas in einen Film? Als der Berg im Januar 1915 zum ersten Mal brannte, verfiel er dem Wahnsinn des Menschenfressens. Mehrmals wechselte der Gipfel seinen Besitzer und jedes Mal zu einem viel zu hohen Preis. 2 Monate später hissten wieder die Franzosen ihre Flagge auf der Kuppel und einen Monat später wieder die Deutschen. Für jeden Wechsel wurden mehr Soldaten, Waffen und Munition nach oben geschafft. Und jeder Wechsel kostete Menschenleben. Der Berg fraß alles, was ihm geopfert wurde. Dabei veränderte er auch sein Aussehen. Aus dem schon fast dschungelartigen Berg wurde ein vernarbter und verbrannter Hügel. Nachdem die Franzosen wieder einmal den Gipfel in ihren Besitz genommen hatten, setzten die Deutschen im Herbst 1915 eine neu entwickelte Waffe ein. Den Flammenwerfer. Damit konnte man brennende Diesel bis zu 20 Meter weit in andere Schützengräber sprühen. Auf diese Weise konnten sich die Deutschen im Oktober bis zum Gipfel sozusagen durchbrennen. Dieser Bunker stammt aus dieser Ära. Er wurde dafür konzipiert, Angreifer mit dieser grauenhaften Waffe zurückzuschlagen. Aber auch diese Waffe war letztendlich kein Gamechanger. Im Dezember drängten die Franzosen die Deutschen wieder vom Gipfel weg. Nachdem das deutsche Heer mit frischen Soldaten wieder ergänzt werden konnte, übernahm es kurz vor Ende des Jahres wieder einmal den Gipfel. Wie sieht es nun mit den baulichen Überresten des Krieges aus? Müssen diese jetzt zerfallen? Diese Bilder stammen aus dem Dokumentarfilm «Hartmannsweiler Kopf» von Benjamin Stäbner. Darin werden auf eine sympathische Art die Les Amis du Hartmannsweiler Kopf vorgestellt. Ein Verein, der aus französischen und deutschen Mitgliedern besteht und sich schon seit über 50 Jahren liebevoll um die Überreste des Schlachtfeldes kümmert. Stäbner begleitet die fleißige Gruppe bei einem Einsatz. Neben den schon fast archäologisch anmutenden Arbeiten bekommen wir auch ein paar Fundstücke zu sehen. Auf einer Homepage lese ich: Das Ganze ist ein riesiger Friedhof. Ich frage Robert Lennart, den Präsidenten des Vereins. Er schreibt mir: Der letzte Fund geht einige Jahre zurück. Es war ein Vorderarm und ein Handgelenk, die vom Gewitterregen freigeschwemmt wurden. Waren es wirklich 30.000? Eine Analyse der Zahl der Gefallenen folgt nach dem Abspann. Heute ist das Elsass und das ganze Gebiet des Hartmannsweiler Kopfes französisches Territorium. Unweit des Gipfels liegt die deutsch-französische Gedenkstätte, welche zur Ehrung und zum Gedenken an all die Gefallenen errichtet wurde. Schierendlos reihen sich die Kreuze aneinander. Jedes Kreuz steht für ein Menschenleben, das hier viel zu früh beendet wurde.
Zum Teil waren die Soldaten noch nicht mal 20 Jahre alt. Weil die damalige Politik nicht mehr weiter wusste, wurden sie in diesen sinnlosen Krieg geschickt. Für ein paar Meter Geländegewinn wurden junge, hoffnungsvolle Männer, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten, geopfert. Jedes Kreuz steht auch für unsägliches Leid, das in den Familien dieser jungen Menschen angerichtet wurde, denn plötzlich fehlte der Sohn, der Bruder, der Freund, der Mann. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn das meine Familie gewesen wäre. Stumm, nachdenklich und beeindruckt schaue ich mir die Gedenkstätte an. Der Gedanke, wie sinnlos diese Menschen gestorben sind, ist bedrückend. Die Gedenkstätte ist ein starkes Mahnmal. Ob wir aus diesem Irrsinn gelernt haben? Wenn ich momentan so in die Welt hinausschaue, sieht es nicht danach aus. Doch es gibt Hoffnung. Diese Gedenkstätte ist auch ein starkes Zeichen der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Sie sind also immer noch da. Das freut mich. Herzlich willkommen zu diesem Made by Chance Special. Das hier ist ein Versuch, die effektive Zahl der auf dem Hartmannsweilerkopf gefallenen Soldaten mit Hilfe von wissenschaftlichen Quellen herauszufinden. Ich möchte Ihnen ein paar Überlegungen aufzeigen, die mich fasziniert haben. In einer großen Selbstverständlichkeit sprechen wir über die 30.000 Soldaten, die hier oben auf dem Hartmannsweilerkopf ihr Leben verloren haben. Zu dieser Zahl gehören auch die 12.000 gefallenen Soldaten ohne Namen, deren Gebeine sich in der Krypta befinden sollen. Lasst uns, bevor wir uns mit der Anzahl Menschen, welche hier vom Berg verschlungen wurden, Folgendes festhalten. Erstens, jedes Leben, das hier oben ausgelöscht wurde, hat sehr viel Leid und Trauer verursacht und war für die Angehörigen eine Katastrophe. Zweitens, die Zahl 30.000 ist wohl eher eine Legende. Wie heute wurde schon damals im Krieg mit Hilfe von Zahlen Politik gemacht. Deshalb möchte ich mit Ihnen hier mal genau hinschauen. Zusammen mit dieser Zahl hat diese gesamte Anlage mit ihrer sakralen Optik eine
unglaubliche Wirkung auf den Besucher. Lasst uns dazu Folgendes festhalten. Der Friedhof besitzt eine überschaubare Zahl von insgesamt 1256 Kreuzen. Jedes Kreuz steht für einen Soldaten, dessen Namen bei seiner Beerdigung bekannt war. Für die Namenlosen existieren 6 Beinhäuser, auch Ossarien genannt. Sie enthalten insgesamt 386 Gebeine. Somit existieren hier oben nachweislich 1642 Gebeine von gefallenen Soldaten. Natürlich muss nicht jeder Soldat, der hier sein Leben verloren hat, auch hier beerdigt worden sein. Dennoch stelle ich mir die Frage, woher diese Zahl 30.000 kommt. Ich greife auf das zurück, was ich in der Geschichte des Hartmannsweilerkopfes finde. Im Jahre 1921 wurden auf dem Gelände des Berges diese Schilder angebracht. Beim Besuche dieser Stätte gedenket der 60.000, welche hier auf dem Felde der Ehre gefallen sind. Der Initiator dieser Schilder war der Verband Le Souvenir Français. Es war eine im Jahre 1887 gegründete Gesellschaft, deren Aufgabe es auch heute noch ist, das Gedenken der Soldaten, die im Kampf für Frankreich gefallen sind, in Ehren zu halten. Den betroffenen Menschen hilft sie, die militärische Vergangenheit Frankreichs zu bewältigen. Wie diese Gesellschaft auf die Zahl 60.000 kam, ist unklar. Nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, scheint sie sehr hoch zu sein. Im Jahre 2015 wurden diese Schilder ausgewechselt. Aufgrund von neuen Erkenntnissen wurde die Zahl 60.000 nach unten korrigiert auf 30.000. Die Zahl 60.000, so erklärte man, bezog sich plötzlich auf die Zahl der Verletzten. Zu den in der Krypta liegenden Namenlosen gibt es eine interessante Geschichte. Als während dem Zweiten Weltkrieg das ehemalige Reichsland Elsass-Lothringen in das Dritte Reich eingegliedert wurde, wollten die Nazis alle Spuren beseitigen, die an Frankreich erinnerten. Dazu gehörte auch dieses Denkmal mit Krypta, das an das französische 152. Infanterieregiment erinnern soll. Um eine Sprengung durch die Nazis verhindern zu können, erfand der damalige Bürgermeister Arthur Hermel die Legende, dass von den darin liegenden 12.000 Unbekannten auch viele Deutsche seien. Obwohl für diese Zahl nie Beweise gefunden wurden, hält sich diese Legende bis heute. Was aber an namenlosen Gebeinen hier oben erwiesen ist, sind die 386 Gebeine in den 6 Beinhäusern. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich die Zahlen, die ich hier anführe, der Homepage Expedition Hartmannsweilerkopf von Detlef Bussat entnommen habe. Interessante Angaben finden Sie auch auf der Website des Comité du Monument National Hartmannsweilerkopf. In der Erforschung der Gefallenen des Hartmannsweilerkopfes sind 2 Historiker namens Florian Hensel und Thierry Eret im Landesarchiv von Baden-Württemberg auf ein interessantes Dokument gestoßen. Es stammt von der 12. Landwehrdivision und wurde kurz nach den härtesten Kämpfen auf dem Hartmannsweilerkopf erstellt. Es sind Angaben über die Verluste, die zwischen dem 21. Dezember 1915 und dem 10. Januar 1916 zu beklagen waren.
Zählt man diese Zahlen zusammen, kommt man auf deutscher Seite auf 735 Tote. Zu diesem Zeitpunkt hatte die zweite Schlacht von Hirtstein noch nicht stattgefunden. Später gab es keine großen Kämpfe mehr. Nach der Schlacht von Hirtstein gab es nur noch kleinere Scharmützel, mit auch entsprechend weniger Verwundeten und Toten. Ein auf französischer Seite am Hartmannsweiler Kopf kämpfender Artillerist und späterer Historiker namens Duby schrieb im Jahre 1932: Wir gaben am Hartmannsweiler Kopf 14.500 Männer der Vernichtung preis. 4.500 sind gefallen. 4.500 französische Soldaten. Nach langen und intensiven Recherchen in den Nationalarchiven konnten Florian Hensel und Thierry Eret präzise Namenslisten der auf dem Hartmannsweiler Kopf Gefallenen erstellen. Aus den Verlustangaben konnten sie ebenso recht präzise Zahlen ableiten. Dazu kamen noch verschwundene Tote oder Verwundete, welche ihre Verletzungen nicht überlebt haben. Schließlich kamen sie zu folgenden Zahlen: 4.100 Tote auf französischer Seite und 3.100 Tote auf deutscher Seite. Seit Januar 2021 steht auf der offiziellen Webseite des Hartmannsweiler Kopfs: Das Schlachtfeld trägt die Spuren der erbitterten Kämpfe, welche mehr als 7.000 französischen und deutschen Soldaten das Leben kosteten. Auch wenn diese Zahlen nun wohl realistisch sind, das Leid, das dort angerichtet wurde, bleibt immer noch endlos groß. Der Hartmannsweiler Kopf ist und bleibt eine große Lektion für alle nachfolgenden Generationen. Darum ist es auch wichtig, dass das, was dort geschehen ist, nicht in Vergessenheit gerät. Ob wir diese Lektion lernen wollen?